Vielen Dank, Herr Kollege Markert. Und das ist das besondere Vergnügen am Beginn einer Legislaturperiode. Wir haben eine weitere Jungfernrede zu erwarten von Herrn Kollegen Rohwedder von der Piratenfraktion. Herzlich willkommen am Pult, Herr Rohwedder. Auch Ihnen viel Glück zur ersten Rede. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es mal ganz kurz heute, auch wenn es eine Jungfernrede ist. Zum Schutz von Böden und Wassern und Oberfläche muss es gewährleistet sein, dass Abwässer ordentlich entsorgt werden. Nicht nur Abwässer, aber eben auch Abwässer. Die Dichtheitsprüfung, wie sie hier gemäß § 61a im Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen vorgesehen und im Land durchgeführt werden soll, ist aber abwassertechnisch und ökologisch verkehrt bewertet. Das sagen unabhängige Gutachten. Sie ist volkswirtschaftlich untragbar. Sie ist in manchen Fällen existenzgefährdend für die Hausbesitzer, für die Bürger. Und sie ist rechtlich bedenklich, möglicherweise verfassungswidrig. Diese Gutachten haben eben ergeben, dass die unterstellten Gefahren für unser Trinkwasser und für das Grundwasser und für die Oberflächen aus den defekten privaten Abwasserleitungen vergleichbar gering sind und dass die zu erwartenden enormen Kosten bei den Bürgern dazu in keinem vernünftigen Verhältnis stehen. Und deshalb lehnen wir Piraten diese Dichtheitsprüfung in dieser Form ab und fordern eine neue Ausarbeitung. Die Notwendigkeit, die Risiken, wenn man darauf verzichtet, und die Kosten dieser Dichtheitsprüfung müssen transparent gemacht und nachvollziehbar abgewogen werden. Das ist unsere Forderung. Und mit dieser Forderung sind wir auch in den Landtagswahlkampf gezogen. Es gab jetzt am Wochenende ein landesweites Treffen von Bürgerinitiativen, die sich zu diesem Thema zusammengeschlossen hatten in Dülmen. Dort waren außer mir für die Piraten auch der Kollege Höhne für die FDP anwesend. Also die beiden kleinen Fraktionen hier aus dem Landtag waren dort vertreten. Die drei großen Fraktionen hatten es nicht nötig, dort zu erscheinen. Der Landtagswahlkampf war eben vorbei. Das ist schade, denn das Treffen war interessant und es wurde dort engagiert und sachlich berichtet und diskutiert. Wir Piraten sagen, wir werden uns an solchen Treffen weiter beteiligen und wir werden uns als eine Art Proxy für diese Initiativen und für die betroffenen Bürger zur Verfügung stellen, damit deren Anregungen und Bedenken und Vorschläge hier mit in den Landtag eingebracht, in die Ausschüsse eingebracht, in die Gesetzgebung einfließen können, wenn sie denn mehrheitsfähig sind. Es gibt Zweifel, ob der § 61a im Landeswassergesetz hier wirklich verfassungsgemäß ist oder ob er vielleicht verfassungswidrig ist, zumindest problematisch ist. Da behalten wir uns ausdrücklich die Option vor, wenn er nicht geändert wird und so geändert wird, dass die verfassungsrechtlichen Bedenken ausgeräumt werden, eine Normkontrollklage auch vielleicht anzuregen und durchzuführen, uns also weitere Abgeordnete zu suchen, die mit uns zusammen das gegebenenfalls durchführen würden. Das ist auch ein Vorschlag, den die BIs in Dülmen am Wochenende gemacht haben. Und wir möchten, dass die Regierung vor solchen Gesetzesnovellen, bevor wilde Behauptungen aufgestellt werden, mit 80-90% der Leitungen seien undicht und es würde eine Gefahr bestehen, dass eine evidenz- und faktenbasierte Politik stattdessen gemacht wird, dass wir wissenschaftliche Nachweise bekommen, wirklich, dass von undichten Leitungen eine Gefährdung ausgeht. Wir wollen keinen Generalverdacht. Wir sind als Piraten ständig und überall gegen derartige Generalverdacht, der auch in anderen Bereichen immer wieder vorgebracht wird, um Gesetzesverschärfungen durchzuführen. Wir wollen lieber, dass dort, wo wirklich ein konkreter Verdacht im Moment besteht, Kernbohrungen, gezielte Kernbohrungen durchgeführt werden, dass dort Bodenproben genommen und analysiert werden. Und die Netzbetreiber, die kennen die entsprechenden Stellen im Netz, wo man solche Probebohrungen mal durchführen kann, Probeentnahmen durchführen kann und wirklich mal gucken, was passiert da, wo es undichte Stellen gibt, wie viel Abwasser geht dort wirklich raus und welche Folgen hat das. Man muss bedenken, dass Boden auch Leben ist und dass halt ständig organisches Material eingebracht wird von den Oberflächen und dass nicht jede Einbringung von organischen Materialien auch durch Abwässer jetzt unbedingt eine Gefährdung darstellt. Auch die Koalitionsfraktionen haben offensichtlich erkannt, dass da an dem Thema noch Handlungsbedarf ist. Das zeigt, dass das Thema im Koalitionsvertrag angeschnitten wird, wenn auch wenig konkret leider.
Es ist eher eine Sonntagsredenprosa dort festzustellen. Aber immerhin, das ist besser als gar nichts. Und wir empfehlen jetzt, dass dieser Gesetzentwurf von CDU und FDP zunächst mal aus der ersten Lesung raus in die Ausschüsse weitergegeben wird, dort weiter diskutiert wird, Anregungen und Verbesserungsvorschläge auch von Seiten der Bürgerinitiativen aufgenommen und eingepflegt werden können. Und dann haben auch die Regierungsfraktionen die Gelegenheit, vom Allgemeinen zum Konkreten zu kommen. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zur ersten Rede, Herr Robedo, und vielen Dank.